Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. Wir sind hier noch im Bau der Werwölfe. Wir haben Cethrien und Schattenreißer befreit und die Werwölfe sind wieder Menschen. Und jetzt rennen wir hier noch so ein bisschen rum und fleddern mal, was es noch so gibt. Und beim Fleddern sind wir mal wieder auf etwas gestoßen, was vermutlich hier der Lumpen nichts Gutes bedeutet. Ich denke, das wird dazu führen, dass gleich ein Geist kommt. Ja, so ist das mit Denken. Kein Geist. Okay. Deswegen haben, glaube ich, Pferde größere Köpfe, damit die besser denken können. Ich hätte auch einen großen gebraucht. Also. Dann gehen wir jetzt zurück ins Elfenlager und berichten dort. Sehr schön. Vom Tod Cethriens. Dann wird wie heißt denn? Layana, glaube ich. Die wird dann wohl die Führerin des Volkes werden. Nachdem Cethrien tot ist. Dann schließen wir den Quest noch an mit Atras. Sagen ihm, dass seine Frau tot ist. Verkaufen ein bisschen Zeugs. Und dann gehen wir zurück ins Lager. Und dann machen wir wieder Lagergeschichten. Genau, sobald wir von den Elfen gegangen sind, machen wir erstmal Lagergeschichten. Komm schon. Da geht's hoch. Und dann müssen wir uns wieder durch den Brasilienwald kämpfen oder können wir jetzt direkt ins Lager reisen? Das fände ich ja schön. Ich bleibe immer an den Treppen hängen, sag mal, glaube ich das. Oh. Wir können offensichtlich direkt ins Lager. Brasilienwald. Na, direkt ins Lager geht's nicht. Grenzbereich. Oh, komm, wir gehen zum Grenzbereich. Genau. Dann landen wir da, glaube ich, wo wir angekommen sind. Oh oh, oh oh, alles klar. Wir landen erstmal mitten in einem Kampf, welchen auch immer. Mal gucken. Ah, da drüben stehen sie. Gut. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Anführer der Abenteurer. Auf den Straßen hier ist es ganz schön gefährlich, was? Auf dem Weg hierher sind wir sogar dunkler Brut begegnet. Aha, und wo wollt ihr hin? Wir haben eine Nachricht für die Kirche in Denerim. Und ihr? Ja, guck mal an. Wir haben doch einen Quest von der Magiergilde, dass wir irgendjemanden aufhalten sollen. Das sind die. Und deswegen, ich bin hier, um euch aufzuhalten. Ich dachte, ihr hättet gesagt... Moment. Meint ihr das ernst? Oh ja, vollkommen. Macht auf der Stelle kehrt und geht einfach nach Hause. Hey, ja? Kein Grund, gleich so grob zu werden. Wir machen das doch nur, um Erfahrungen zu sammeln. Mein Gott. So, Erfahrung sammeln. Ja. Andere in die Bredouille bringen oder gar an den Rand des Todes, um Erfahrung zu sammeln. Das kann ich leiden. Und wir ziehen weiter. So. Das war jetzt kein Kampf. Das ist mal sehr angenehm. Es ist vollbracht. Ja. Die Essenz des Wolfsherzens hat jede Spur des verfluchten Blutes in den Jägern vernichtet. Es ist traurig, dass Cethrien sterben musste. Ich habe es gespürt, als er von uns ging. Ich glaube, er war bereit zu gehen. Ach, Layana, er ist als Held gestorben. Es wird schwierig werden, in Cethriens Fußstapfen zu treten. Das machst du schon. Er war jahrhundertelang unser Hüter und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Aber jetzt bin ich die Hüterin. Also lasst es mich offiziell aussprechen. Hiermit schwöre ich, dass wir uns an die Bedingungen des alten Vertrages halten werden, den unser Volk mit den Grauen Wächtern geschlossen hat. Yes! Ruft, und wir werden kommen. Ja. Schnell und ohne zu zögern werden wir zu euch eilen und über eure Feinde herfallen. Das schwöre ich. Ich danke euch, Layana. Es ist lange her, seit die Dalish zuletzt in den Krieg gezogen sind. Aber ich bin sicher, dass wir euch eine große Hilfe sein können. Oh, das glaube ich auch.
Oh, die Wind darf aufsteigen. Dann machen wir das doch geschwind. Die kriegt ein bisschen Magie und Willenskraft. Und was, nee, geben wir ihr denn an? Die Versteinerung. 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 Und da müssen wir jetzt mal kurz an die Taktiken von Win. Versteinerung ist schön. Versteinerung ist richtig toll. So. Was haben wir hier? Gegner attackiert was? Hauptcharakter. Nächster sichtbarer Gegner. Da macht sie jetzt die Versteinerung. Genau. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das. Dann schließen wir jetzt kurz unsere Quests noch ab, die wir hier haben. Mal die Eisenborke. Wir arbeiten hart, um genügend Ausrüstung für alle Jäger herzustellen. Ich verkaufe euch gleich was. Unsere Waffen werden allen anderen auf dem Schlachtfeld überlegen sein. Ich habe Eisenborke für euch gefunden. Wirklich? Ja. Lass mich mal sehen. Ja, das ist tatsächlich Eisenborke. Und sie ist von herausragender Qualität. Gut gemacht. Wie vereinbart werde ich aus diesem Holz etwas für euch herstellen. Was möchtet ihr haben? Einen Bogen? Oder vielleicht einen Brustpanzer? Weder noch, komm, ich bin mir sicher, dass euer Clan das dringender braucht als ich. Ihr braucht Waffen. Ich muss zugeben, dass mich eine solche Großzügigkeit einer Fremden überrascht. Für dieses Geschenk ist euch mein Dank und der meines Clans gewiss. Gut. Eure Großzügigkeit darf nicht ohne zumindest eine kleine Gegenleistung bleiben. Kommt, ich werde euch etwas aus dem Holz anfertigen, das ihr mir gebracht habt. Ich habe das Holz nach meinem Willen geformt. Es ist nur ein kleiner Beweis unserer Dankbarkeit, aber mit ihm gebe ich euch meinen Segen. So, dann haben wir... Ah, nee, wir wollten noch handeln, genau. Wir müssen wir was verkaufen. Wir arbeiten hart, um genügend Ausrüstung für alle Jäger ich jetzt mal weg. Stellen. Ich würde gerne unsere mit euch handeln. Denn, ich bin kein Händler, aber ich besitze einiges, was für euch von Interesse ist. Vor allem Elfenwurzel. Elfenwurzel. So, jetzt verkaufe ich hier mal diese ganzen Dolche und Gedöns. Und auch Bregens Bogen, das ist dieser schreckliche Promobogen. Wir verkaufen eigentlich alle Bögen, weil die Liliana hat jetzt einen tollen. So, Zauberstab, das machen wir auch. Stab, alles weg. So. Und jetzt diese Helme hier, da verkaufen wir auch. Helm des Kommandanten behalten wir mal. Bänderrüstung. Diese Zwergenrüstung weg, Kettenrüstung weg, schwer, das brauchen wir alles nicht. Molochplattenrüstung, ach was kommt, Kohle ist besser. Und die ganzen Schilder. Halsband mit Stahldornen auch. Und den fehlerhaften Feuerkristall auch. Hm. Säurefläschchen. Die Tränke brauchen wir alle. Geisterbalsam. Kaufen wir auch. Die Eissalbe. Die Hurtigkeitssalbe. Die Sachen. Und jetzt diese ganzen Steine hier. So, alles weg, alles weg, alles weg. Hätte man natürlich auch im Lager machen können, aber ja. Fluss spart. Jetzt tun wir es halt hier verkaufen, genau. Die Jade weg, haben wir dreimal. Und gravierte Silberschüssel, schicke Vase, Werwolffell darfst du auch behalten. So, ich denke, dann haben wir es hier erstmal. Und nur mal gucken. Da, Rezeptur des mächtigen Wundumschlags nehmen wir mit. Rezeptursäurebeschichtung, Seelenfresserbombe, Konzentrationswirkstoff, Lebensstein, Elfenwurzel. Ihr Lieben, da nehmen wir noch ordentlich mit. Die werden wir brauchen. Davon kann es nie genug sein. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte der nicht auch noch irgendwelche Bücher? Lass mal schauen. Denen wir uns verstärken können. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Das kann sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe.
Mal gucken. Das sind die ganzen Pläne hier und Rezepturen. Hatte der nicht Buch? Also, dass man seine so ein bisschen skillen kann, aber habe ich das schon gekauft gehabt? Kann sich da jemand dran erinnern? Na, da ist es doch. Buch der sterblichen Hülle. Und Buch der unterschiedlichen Fähigkeiten. Genau das wollte ich haben. Und das werden wir jetzt auch gleich benutzen. So, genug gekauft. Jetzt gehen wir mal ins Inventar. Wo sind diese Bücher? Da. Buch der sterblichen Hülle. So, ich habe es benutzt. Und jetzt, tschudum, darf ich ein bisschen aufsteigen. Und kriege einen Punkt hier. Und dann nehmen wir mal die Geschicklichkeit. Und dann machen wir noch der unterschiedlichsten Fähigkeiten. Jawohl, ist aufgestiegen. Und das ist jetzt hier. Da nehme ich jetzt die fortgeschrittene Kräuterkunde. So. Und jetzt rennen wir ganz schnell noch zu den anderen Quests und dann machen wir, dass wir ins Lager zurückkommen. Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über Denyla? Ja. Ich habe sie im Wald gefunden. Sie ist tot, Atras. Tot? Ja. Was ist mit ihr geschehen? Ja. War es so, wie ich dachte? Nicht ganz. Sie ist an dem Fluch gestorben. Sethrin hat die Wahrheit gesagt. Der Hüter hat die Wahrheit gesagt? Seid ihr sicher? Ja. Absolut. Und sie lässt euch ausrichten, dass sie euch liebt. Oh, ich verstehe. Zumindest hat sie Frieden gefunden. Hier habt ihr das Amulett, wie versprochen. Ich sollte jetzt gehen und einige Vorbereitungen treffen. Ich muss angemessen um meine Frau trauern. Dara Shira lebt wohl. Oh Mann, Atras, das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man sie retten kann, wenn man sie ins Lager bringt. Das wäre ja mal eine Überlegung wert. So, mit dem Mann hier reden wir auch noch kurz. Seid gegrüßt. Ihr seid es doch, der ich meine Rettung aus dem Wald zu verdanken habe, oder? Mhm. Jo, stimmt. Eure Bemühungen sollen belohnt werden. Ach, ne, komm. Hier ist ein Edelstein, den ich erstanden habe, als ich bei den Fremden war. Ich hatte eigentlich vor, daraus eine Halskette für meine Braut anzufertigen. Aber jetzt möchte ich, dass ihr ihn bekommt. Ich weiß, dass er wertvoll ist. Och Junge, ich brauche nicht so viel Krusch. Nö, behaltet ihn, es ist nicht nötig. Ich bestehe darauf, dass ihr ihn behaltet. Ihr wollt, dass ich ihn behalte? Ja, ich habe die Taschen voll. Das ist wirklich großzügig von euch. Nochmals, vielen Dank. Aber ich fürchte, ich muss mich jetzt ausruhen. Der Hüter sagt, ich sei noch nicht wieder vollständig genesen. Ich wünsche euch alles Gute. Mach's gut, ciao, ciao. So, ihr Lieben, jetzt ist dann Schluss für heute, würde ich vorschlagen. Hö. Mal gucken, ob ich in die richtige Richtung wetze. Wir machen nämlich das nächste Mal weiter. Dann reisen wir zurück und machen eine Runde Lagergeschichten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Ihr wisst schon. Tschüss.